Hallihallöchen, liebe Ramazamba-TV-Freunde. Heute machen wir wieder Videodeal mit mir und mit Sascha. Jeder macht's ja anders. Ne? Wir haben viele, viele Kommentare schon gehört und gelesen. Sascha, das machst du aber blöd. Und Alex, das geht aber auch. Der ist alt geworden und fett und keine Haare. Und der Sascha hat so eine grüne Brille und macht das nicht vernünftig. Ganz ehrlich, um was geht's denn beim Videodeal? Beim Videodeal geht es um? Um die Ware dreht sich. Es dreht sich ausschließlich um die Ware. Genau, um die Ware, um den Deal, den wir immer vorbereitet haben. Auch hier haben wir heute wieder einen Deal, da kommen wir gleich zu. Und es ist doch egal, wer ihn wie vorführt. Ne? Ja. Natürlich kann man sagen, das ist wie ein Film, ein guter Schauspieler, ein schlechter Schauspieler. Aber wir spielen ja keine Schau, sondern ich bin, wie ich bin. Und Sascha ist, wie Sascha ist. Und wenn Sascha versuchen würde, mich nachzumachen, oder ich würde den Sascha nachmachen, dann ist das, jeder hat so seine Art. Ne? Und das hat nichts mit Jammern oder Weinen oder sonst was zu tun, sondern konstruktive Kritik von jedem. Herzlich willkommen. Immer gerne, wenn jemand was Konstruktives zu sagen hat. Aber diese dummen Schwachsinnskommentare von irgendwelchen Nichtskönnern, Menschen, Weibchen, er, sie, es oder sonst wie, mit Fake-Profilen, die können euch tief tun. Oder? Ja, was erwarten die Leute? Die sitzen wahrscheinlich morgens dann um 3:30 vor dem Rechner, wohnen mit 40 Jahren noch bei Mama und Papa, ja, haben 3 Kredite am Laufen, haben nichts geschissen bekommen im Leben. Lasst es doch einfach. Lasst doch einfach die Kommentare. Das brauchen wir hier nicht. Nein, das braucht keiner. Nochmal, die Leute, meinst du, die Leute gehen durch den Laden bei Aldi und sagen dem Aldi-Filialleiter, übrigens, die Ware ist scheiße und du bist auch scheiße. Das machst du bei 3 Supermärkten, der vierte schlägt dir die Zähne. Ganz einfach. Und mit Recht. Ja. Mit Recht. Oder stell mal vor, umgekehrt, die Kunden würden zu uns kommen, wir würden sagen, also heute siehst du aber scheiße aus, ne? Cola ist wahrscheinlich auch keine bei, was bist denn du für ein Honk? Bei uns einkaufen willst du? Naja, viel Spaß, meinst du ja nicht persönlich, viel Spaß. Ja. Dann können die bestimmt den Wagen voll kaufen. Genau, also sich richtig Bombe fühlen hier. Ja, was erwarten die Leute, ne? Aber wir reden uns auch nicht aus, sondern das ist, ich schnall's manchmal gar nicht. Ja. Aber egal, wir machen den Videodeal für 99,9% der lieben, netten, normalen Menschen da draußen und wir sind halt nicht normal. Und damit es mal egal ist, was wir heute machen, machen wir das mal neutral heute hier. Machen wir uns mal ein paar Mützen besucht. So, jetzt weiß keiner mehr, wer wer ist. Guck mal, wir vermischen uns. So, jetzt weiß keiner mehr, wer wer ist. No. So, Manuela, ich habe heute ein Interview für dich. Guck mal. Was super Getränk. Also, ja, Spitzengetränk. Ist das nicht schön? Ja, guck mal, und zwar haben wir heute einen Alkoholpop. Der schmeckt nach Lemon. Kostet 1000 irgendwie 1 Euro und warte, wir mischen uns nochmal, damit wir nicht wissen, wie hoch. So, und dann, der kostet 1000 1 Euro. Da gibt es 24 solche Dosen plus Pfand natürlich. Nee, Pfand ist inklusive, ne? Ja. Genau, ja, und genau, probier mal, wie das schmeckt, weil ich kriege mit der Scheißmaske keine Lust. Da sind 4,1 Promille drauf. Ne? 4,1 Promille. Ja. Prost. Und probier mal. Moment. Was ist das? Schmeckt nach Lemon. Ist von Coca-Cola, glaube ich, hergestellt. Ich weiß es gar nicht. Probier einfach mal. Okay. 24 Dosen sind drin. Wenn wir nur 1 Euro pro Dose rechnen, wären wir bei 24 Euro. Genau. 24 Euro. Ja. Und was ist es? Nach was schmeckt's? Nach Lemon. Schmeckt auch tierisch geil. Nach Lemon? Mhm. Oh, das riecht aber auch schön nach Lemon. Und ist mit Alkohol. Ja. Aber wie kann man es vergleichen? Also wie so ein Fruchtsaft mit Wodka? Oder? Ja, da fehlen eigentlich noch ein bisschen, noch ein paar Eiswürfel mit bei. Wäre ein Bombengetränk. Wenn, ja, mehr braucht man Sommergetränk? Mehr braucht man nicht mehr. Okay. Man braucht nicht mischen oder sonst noch was. Also 4,1 Promille ist ein Alkoholpop. Grundlage ist Mineralwasser. Also ein Lemon. Ein Lemon mit Schuss. Mit Schuss drin, genau. Lemon mit Schuss. Also Wodka, wie Wodka-Lemon so ähnlich. So ungefähr, ja. So ungefähr. Also 24 Dosen wären 24 Euro. Pfand sind auch nochmal dabei. Was ist Pfand bei dem Ganzen? Insgesamt 6 Euro bei beiden drin. 6 Euro. 6 Euro Pfand ist allein dabei, plus 24 Euro, was das draußen kostet, wären 30 Euro. Dann gibt es noch ein bisschen Marshmallows dazu. Dann gibt es noch Schokolade. 4 Tafeln, 100 Gramm, vegan, bio, bla bla bla, bis Ende des Jahres haltbar. Ja. Und weil wir ja gesagt haben, das ist so Wein, Weiber und Gesang, haben wir gesagt. Ja, Gesang haben wir auch damit rein. Weibchen, wir nennen die Weibchen. Ja. Wein haben wir jetzt. Gesang gibt es eine kostenlose Box. So eine Box für uns Handy dran zu machen, für unterwegs, wenn es jetzt dann irgendwann in die Sommersaison geht. Genau, ist cool. Kann man Musik hören, kann man das Handy anschließen und so weiter und so fort. MP3-Player, die gibt es gratis dazu, die kostet 5 Euro. Jede Tafel kostet 50 Cent, macht 2 Euro. Also immer bei 30, richtig? Ja. Haben wir 24, 6, 30, 32, 37, 38 Euro. Und was machen wir? Haben wir uns was schon überlegt? Ich weiß gar keinen Preis mehr. Scheiße, voll lauter Labern. 18. Inklusive Pfand.
Also 18,18 Euro für alles. 6 Euro Pfand kriegst du wieder für die Dosen. Genau. Adam Riese und Eva Klein macht 12,18 Euro. Richtig. Oder? Ja. 12,18 Euro. Wir machen das so. Wir machen 18,12 Euro. 18,12 Euro minus 6 macht 12 Euro. Genau. Richtig, stimmt. Weil wir haben ja Fasching. Ja, ja, genau. Übrigens, Sascha ist Single. Sascha nimmt gerne alle Anschriften entgegen. Ja. Auch persönlich? Im Markt oder Markt gerne Markt unten. Also oben und innen vorne. Ja, und Alkopop. Viel Spaß und Prost Neuer, würde ich schon sagen. Aber wie heißt das? Alaf. Alaf. Und tschüssi. Tschüssi.